Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der GCV mit CP. Und wir sehen gerade, der MLT hat durchdrehende Reifen. Ach, der Mammut, alles klar. Und es ist, weshalb er durchdrehende Reifen hat, ist ganz klar. Er hat ja dieses eine Big Pack, was eigentlich gar nicht mit sollte, was dann aber doch mitgekommen ist, weil es attached war, hat jetzt dazu geführt, dass wir da hängen bleiben. Sehr schön. Das ist immer sehr, sehr cool, wenn Sachen, die eigentlich gar nicht so vorgesehen waren, dazu führen, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. So, dann fahren wir einmal hier dran vorbei. Da müssten wir jetzt eigentlich hier rüberkommen, ne? Bitte? Bitte. Danke. So, und dann kannst du hier wieder anfangen und gib Gas. Gib Gas, Kapelle. Wie sieht's aus mit dem Sehen? Mit dem Sehen sage ich schon, mit dem Düngen. Mit dem Düngen sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir sind alle Felder, die wir am Start hatten und auch die gepflügt worden sind, von uns sind gedüngt. Sehr cool. Die Frage ist natürlich, ab wann kann ich die nächste Düngestufe reinhauen? Gerade bei den Feldern, die jetzt nicht mir gehören, ne? Aber ich glaube, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ja, alles klar. Da bin ich jetzt auch erstmal wieder durch mit. Das nächste Feld, was er wahrscheinlich düngen wird, ist hier das Feld 19. Aber bis wir da soweit sind, dauert es noch einen kleinen Augenblick. Das heißt, wir können die Strecke rausnehmen. Wir sind am Feld 29. Und ich würde ihn vom Feld 29 zurück zum Hof schicken. Zum Hof, siehst du? Da haben wir den Kurs. Und dann passt das eigentlich auch soweit. Fahr den Kurs mal ab und sag mir Bescheid, wenn du da bist. Fahr bitte nicht irgendwo in den Fluss. Das wäre ganz nice. Oh, Feld 1 ist auch bald fertig, komplett fertig gepflügt. Sehr, sehr cool. Ah, guck mal, unser Manitou ist zu Hause. Der Manitou ist zu Hause. Dann können wir jetzt mal das Regal aufstellen und dort die Big Packs reinfüllen. Und die Big Packs, da gab es doch irgendwas habe ich da gehört, irgendwas war mir im Hinterkopf mit den Big Packs, dass irgendwas nicht funktionierte. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich weiß es gar nicht. Irgendwas hat da nicht so funktioniert. Ich hoffe, ich habe das Regal drin. Ich hoffe, das habe ich installiert. Aber ich glaube schon. Genau, hier ist das Regal und das Regal. Wir können zwei Stück nehmen. Ich glaube, ich nehme das platzierbare Flache. Und das stelle ich nämlich hier drüben hin. Aber ich würde das gerne genau ein bisschen drehen. So. Dann kommt das nämlich hier ran. Vielleicht noch so ein bisschen hier drüben hin. Ich glaube, was ist die Hinterseite? Ja, das ist die Hinterseite, okay. Dann stellen wir das da mal hin. Okay. Dann haben wir jetzt hier nämlich ein schönes Regal hingestellt. Das kann ich zwar tatsächlich nur von der einen Seite befüllen. Aber, ja, wir schauen mal. So. Achso, warte mal. Da ist noch jemand, der einen Trigger erreicht hat. Ach ja, stimmt. Wir sind ja hier eigentlich bei zum Drillen. Wir wollen ja drillen hier auf dem Feld. So, und zwar sind wir beim Feld 19. Beim Feld 19. Ich würde sagen, diesmal fangen wir da hinten an, in der Ecke. Und zwar an der nordöstlichen und fahren Richtung Süden. Aus dem einfachen Grund, dass wenn ich denn doch vom Feld runter muss und nochmal Saatgut holen muss, ich denn nicht über das fertig eingedrillte fahren muss. Jetzt fahre ich zwar über das Geflügte, aber das ist halt weniger drastisch. Guck mal, und jetzt hier mit so einer genau, ich hatte das mal gehabt, unter dem LP, unter dem Gemeinderade-LP hat jemand kommentiert, dass ich ja mit meiner kleinen Drille, die ich da habe, auch auf dem Geflügten drillen kann. Und weil das ja eine Direktsaatmaschine ist. Aber das glaube ich nicht, weil das hier ist eine Direktsaatmaschine. Das andere war keine Direktsaatmaschine. Das hier ist eine. Das andere, was ich da hatte, war keine. Meiner Meinung nach. Aber kann natürlich sein, dass ich mich da täusche und ich keine Ahnung habe von den Fahrzeugen, weil ich einfach mich täusche und keine Ahnung habe von den Fahrzeugen. Na, das ist jetzt nichts, was schlimm wäre. Aber ich bin der Meinung, dass die ganz kleine Sämaschine, hier, passt auf, und zwar meine ich, wo ist die Sämaschine? Dass das hier keine Direktsaatmaschine ist. Das ist eine Sämaschine. Das ist keine Direktsaat. Das ist eine Direktsaat ist... Das hier ist eine Direktsaatmaschine. Da steht auch Direktsaat.
Das hier ist auch keine, das auch nicht. Und das hier ist eine Direktsaatmaschine. Ne? Aber die ganzen anderen kleinen davor, das sind keine Direktsaat. Und die können das tatsächlich machen, dass sie die großen Erdschollen vom Pflügen, dass sie die zerkloppen und klein machen. Aber so eine kleine Drille, wie ich sie da dran hatte, ne, never. Never. Ich will zum Feld 19 mit der Geschichte hier. Das heißt, Feld 19 vom Hof. Das ist der Kurs. Du bist so eingestellt, das passt. Oh, pass mal auf, hier ist das fertig. Ah, cool, du bist jetzt endlich mal fertig. Ne, es geht echt nicht, ne? Der kann nicht, mag nicht weiterfahren. Wo musst du denn, wo musst du denn, wo ist denn deine, wo ist denn dein Kurs, dass du nach Hause kommst? Wo kommst du denn wieder nach Hause? Ich versuche dich mal hier vorne irgendwo draufzusetzen. Warte mal, wir können die Bubbles mal reinholen. Wobei mir das auch nicht so 100%. Ach doch, da ist. Dann werde ich dich mal hier draufsetzen, auf den Kurs. Und du sagst mir Bescheid, wenn du an dem Trigger bist. Das wäre dann wahrscheinlich der Trigger am. Der Trigger am Dings am. Am Strohverkauf. So, pass mal auf. Er hier ist auch fertig. Das heißt, wir schicken ihn jetzt vom Feld 1 zum Hof. Dann geht er durch die Durchfahrt. Durchfahrt. Dann geht er durch die Durchfahrt. Genau. Und dann fährt er weiter zum Feld 10. Ist es 10? Ich glaube ja. Feld 10 vom Hof. Zack. Dann ist er da drüben. Dann kann er das kleine Feld pflügen als nächstes. Hat er noch genug Sprit? Easy hat er noch. So, das heißt, wir machen hier die Geschichte an, die Geschichte. Sag mir Bescheid, wenn du da bist. Tschüss. So. Der fährt auch nach Hause. Sehr cool. Der Kollege mit dem Dünger dreht noch ein paar Runden, bis er auf dem richtigen Point gelandet ist. Achso, jetzt hat er es geschafft. Bis er quasi on point ist, on woke. Und ich will jetzt nämlich hier zum anderen Kollegen schauen. Genau, der Kollege ist nämlich voll. Das heißt, wir können mal wieder abtanken. Na, ich hätte mal lieber früher ran. Jetzt muss ich nämlich über die Frucht fahren, aber ist egal. Alter, was lässt der denn hier unten stehen, ey? Da muss ich auch nochmal herüber. Wow. Was der da stehen lässt. Krass. Naja, das ist halt. Aber ich glaube, der Holmer war auch. Ich hoffe, der Holmer wird diesmal im 17er besser unterstützt von CP als im 15er. Im 15er hatte ich immer so das Gefühl, dass der Holmer nicht so richtig unterstützt wird. Vielleicht ist es diesmal ein bisschen besser. Kalter Tee. I love it. So, du bist wieder dabei, einzusammeln. Sehr cool. Dann fahre ich hier mal ganz kurz beiseite. Und dann warten wir darauf, dass du. Aber nur da unten, ne? Ganz komisch. Dann warten wir darauf, dass du das nächste Mal den Korntank voll hast. Ich dachte, der mit dem Dünger ist jetzt langsam mal losgefahren. Der war doch schon auf dem richtigen Weg. Was macht der denn die ganze Zeit hier? Der ist doch schon einmal dahin gefahren. So, der fährt immer zurück. Ha, lol. Mein Fehler. Alles klar. Natürlich mein Fehler. Wessen Fehler denn sonst? Ich würde gerne anfangen, die Dinger zu verladen, aber ich suche auch gerade noch irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen hier. Wieso lässt er da immer einen Strich frei jetzt momentan? Ist die Arbeitsbreite zu groß? Wieso hat er dann so einen Versatz? Oh, da hat er noch einen Versatz drin. Oh, lol. Alles klar, pass mal auf. Das muss einmal raus. Maschine aus. Maschine zusammenklappen. Strecke raus. Strecke raus. Das ist, die ganze Strecke war scheiße. Das hat mich schon am Anfang so ein bisschen. Am Anfang dachte ich so, irgendwas stimmt da doch nicht. Da war doch irgendwie was. Da war irgendwas komisch. Aber ich wusste nicht, weil er hier so an der Seite so einen Strich stehen lassen hat. Dachte ich mir so, irgendwas ist da komisch. Und jetzt sehe ich, dass das da noch. Ein Versatz drin war. Echt mies, dass CP den Versatz nicht rausgenommen hat. Das ist dieser Versatz vom Flügen. Wo ich das jetzt gerade so sehe, ne? Wenn da so ein Versatz vom Flügen drin ist. Oh, da muss man wahrscheinlich bei den anderen Fahrzeugen auch immer drauf achten, ey. Guck mal, der ist jetzt hier am Trigger angekommen. Sehr schön. Dann können wir dich einmal abladen. Ich habe jetzt tatsächlich kein Stroh mehr. Das ganze Stroh ist endlich eingeladen. Oh, eingeladen. Und, oh, will ich denn. Da will ich aber das letzte Stroh, was wir jetzt hier haben. Tatsächlich nicht so
so banal verkaufen, sondern das schmeiße ich lieber in die Biogasanlage. Wobei, so richtig krass Kohle habe ich jetzt durch die Biogasanlage auch nicht gekriegt, ne? Obwohl andererseits doch schon. Ganz schön, es ist ganz schön viel schon mittlerweile. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Biogasanlage ist echt, also die Hofbiogasanlage finde ich echt nice. Ich weiß nicht, wie ihr sie so findet, aber ich finde sie cool. Ich habe ja schon den einen oder anderen gehört, uah, das ist Cheaten und so, aber ist mir egal. Mir macht sie Spaß. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Biogas-Hofanlage findet. So, zack. Nee, abladen. Ich habe mal wieder schön Q gedrückt zum Abladen. Aber es ist, glaube ich, so... Das ist, glaube ich, so diese Krankheit noch, ne? Also, mal Hand aufs Herz. Wer von euch drückt nicht noch Q zum Abladen? Also, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das macht, oder? Da werden wahrscheinlich noch die ein oder anderen das auch noch hin und wieder mal wieder zelebrieren. So, ich nenne es mal zelebrieren. So, ich fahre hier mal über die Wiese, ein bisschen die Wiese plattfahren. Weil ich möchte nämlich gerne zum Hochdruckreiniger. Zum Hochdruckreiniger. Und dann werden wir noch ein bisschen Hochdruck-Action machen. Hochdruckreinigungs-Action. So, zack. Dann ist nämlich der, der Leli. Leli. Auch endlich mal entlassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel damit einsammle. Also, dass der so stark in Gebrauch ist. Der war ja tatsächlich seit der ersten Folge in Action, ne? Naja gut, seit der zweiten Folge. Sagen wir mal seit der dritten Folge. Aber seitdem ständig. Und ich war auch schon ganz stark am Überlegen, ob ich nicht den zweiten dazu kaufe. Weil einfach jetzt besser wäre. Wo fährst du? Achso, du fährst jetzt hoch zum Feld 10, ne? Alles klar. Ich wollte gerade sagen, wo fährt jetzt der Kollege eigentlich mit dem Flug hin? Aber der will jetzt zum Feld 10 weiter. Wenn er denn hier durchkommt. Naja, ich weiß, ich bin zu weit weg. Aber ich möchte das auch sauber haben. So. Einmal einsteigen wieder. Den Kollegen stellen wir da vorne rein. Den stelle ich hier vorne rein. Und dann kriege ich ja gleich die Direktsaatmaschine fürs Feld 1. Was ist jetzt mit ihm da noch? Sind die Anhänger ihm im Weg oder was? Ich glaub, der Anhänger mit dem Saatgut ist ihm im Weg. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Oh, hier ist noch ganz viel drin. Das ist schön. Ich mache mal eine andere Frucht. Und zwar... Wie war das nochmal? Z, ne? Und zwar... Oh ja, wir machen Sojabohnen. Wir machen Sojabohnen. Bisschen Öko und so. Feld 1, ne? Ja, Feld 1. Feld 1 vom Hof. Zack. Da haben wir den Kurs. Jetzt nochmal auffüllen. Ah, nee, machen wir nicht. Das wird nämlich jetzt nachher mal interessant und spannend, wenn denn diese Seemaschine hier leer ist, dann geht es tatsächlich daran, auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal wieder mehr automatisiert. Oh, guck mal hier, der Manitou ist im Weg. Manitou. Mach dich weg, sagt der große Deutz. So, was ist jetzt hier noch für am Trigger? Achso, das ist die Seemaschine, okay. Die Seemaschine, Dünger, ist klar, der kann da stehen bleiben. Machen wir die Plane zu, macht den Motor aus. Das reicht jetzt. So, genau, ich würde jetzt gerne mal wieder ein bisschen hier an meinem Regal rumbasteln. An meiner grandiosen Idee der Anlage zum Selbstbefüllen meiner Seemaschinen. Oh, die Seemaschinen. Seemaschinen sind übrigens dafür bekannt, dass sie auch auf hoher See noch etwas sehen können. Und hin und wieder sehen sie auch was. So, zack. So, ich würde mal gucken, ob ich jetzt unten anfange mit dem Reinlegen. Ja, genau, unten werden wir das erste. Oh, ich muss natürlich auch anständig davor fahren. Und es ist natürlich wieder ein Helfer, der einen vollen Korntank hatte. Natürlich. So, aber darum kümmere ich mich gleich erst. Ich will jetzt hier erstmal ein Big Pack reinstellen. So, erstmal ein Big Pack reinstellen. Oh no, jetzt bin ich hängen geblieben. Ach, das ist eigentlich ganz cool mit dem... Wo bleib ich denn jetzt hier hängen? Hier vorne gibt es ja so eine Kante.
Das heißt, daran kann ich, an dieser Kante kann ich dann die Big Packs abstreifen. Das ist ganz cool. Kann man zwei hintereinander stellen? Meint ihr, das würde denn noch funktionieren? Das probieren wir mal aus. So, ich muss einmal ganz kurz nochmal schnell hier zu dem Kollegen. Der steht nämlich diesmal auch richtig rum. Sehr schön. Und den werde ich dann jetzt abtanken. Jedoch muss ich mich auch schon wieder bei euch verabschieden mit dieser Folge. Weil wir sind nämlich schon wieder, ja, durch sozusagen für heute. Ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dafür. Danke für den ganzen Support, für die Likes, für die Abos, für die Kommentare. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Wisst ihr ja schon mittlerweile. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.